Servus meine Damen und Herren, willkommen hier im Mikrowick Studio. Diesmal zeige ich euch mal ein neues Spiel, ein anderes Spiel, was ich gern spiele, nämlich Best Fiends. So, wie man schon sieht, habe ich die Runde jetzt schon mal angebrochen und werde versuchen, sie während dem Spiel ein bisschen zu erklären. Also, das Spiel kennen bestimmt viele. Ziel des Spiels ist es, bestimmte Missionen zu schaffen. In der Regel muss man Schnecken töten. Also die Geschichte zu dem Spiel ist, dass Schnecken, wie man hier sieht, diese komische Nacktschnecke da, die schwarze da, wo ich befeuere, die haben den sogenannten Rumpelberg überfallen. Und die Fiends, die wo man hier schon sieht, meine vier Viecher, wenn man draufklickt, kann man sehen, was die für ein Damage machen, die haben sie gefangen genommen. Ich habe schon einige befreien können, es gibt aber noch ein paar, die ich befreien muss. Und in Kombination mit den befreiten Fiends muss ich versuchen, alle Nacktschnecken vom Rumpelberg zu vertreiben. Nebenbei muss man natürlich noch zusätzliche Aufgaben machen, wie in diesem Fall 3 Bomben zünden. So, Problem ist, ich kann doch keine Bombe zünden, weil ich muss links unten erst den Vulkan befreien, dass der Bomben erst spuckt. Gut, jetzt machen wir einfach mal hier so ganz chillig die Runde. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil mir die Züge nicht reichen. Das Coole an diesem Spiel ist, wenn man sehr oft ein Spiel nicht schafft, dann kriegt man Züge dazu, weil es ist nicht die Zeit ein Rohstoff in diesem Spiel. Ich könnte jetzt 2 Stunden so lassen, dann tut sich nichts, sondern die Züge sind mein Rohstoff. Also ich muss überlegen, so viel Schaden wie möglich zu machen, jetzt wie in dem Fall da die Combo mitzunehmen. Da habe ich jetzt 1,2 mal 1,2, jeder kann Mathe von euch, bedeutet ich mache 20% mehr Schaden, zusätzlich Schaden vom Grunddamage. Bedeutet jetzt in dem Fall, jetzt habe ich dann eine geile Konstellation, wo ich so richtig die Schnecken vergewaltigen kann. Nämlich hier das Grüne, da ist eine Bombe. Ach nee, naja, warte mal, ich nehme es lieber her, um unten ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Hier sieht man Combo, das heißt ab der 6. Reihe, wo ich aktivieren kann, in dem Fall die Gräner, da mache ich einen bestimmten Schaden, einen Grundschaden. Sieht man ja dieses 700, was es gezeigt hat, pro 3 glaube ich, und dann plus 20% mal 1,2, ist ja klar. Also Gesamtwert mal 1,2 ist plus 20%. So, jetzt lasse ich los. Die Bombe ist die Spezialfähigkeit von diesem Fiend, wo er nach einer Zeit, hier sieht man, die Hälfte habe ich schon aufgeladen, ausspuckt. Die macht natürlich Bonusschaden, das ist natürlich super. Jetzt habe ich da unten ein bisschen versucht, das frei zu bekommen, weil Schaden mache ich genug. Also die Gegner sind für mich jetzt kein Problem. Ich muss schauen, dass ich die Bombe unten freikriege und ich sehe schon wieder schwarz. Jetzt hauen wir mal nochmal Damage raus. Ah, 20% extra, bam. Bomben können übrigens andere Bomben auch zünden. In dem Fall sieht man ja den Pfeil. Diese Bombe geht nach links und nach rechts weg. Und die Bomben, wenn ich die, wie man es jetzt gerade gesehen hat, über andere Bomben lege, dann entsteht eine Kettenreaktion. Was nicht schlecht ist, weil wenn du dann, wenn du eine große Kettenreaktion geschaffen hast, du kannst Bomben übrigens so mitnehmen, aber wenn du eine große Kettenreaktion geschaffen hast, dann werden die 20% Damage, wie man es links oben sieht, Combo 1,2, auch auf Bomben draufgelegt. Und wenn das mehrere Bomben sind, die ich nacheinander zünde, dann ist das natürlich super. Also könnt ihr euch ausrechnen, das ist ein super Schaden. So, man kann den Schaden dann noch mehr erhöhen, indem die Combo noch länger ist. Also die kann bis auf 100% steigen. Jetzt haben wir 1,5, also 50% mehr Schaden. Und das kann man machen bis auf 2. Also 100% mehr geht nicht. 2 ist das Höchste, was ist. Aber wenn man 2 schafft, plus Bombenkombinationen, ja, holla die Waldfee. Das haut dann die Schnecken ins Jenseits. Ja, das muss man halt schaffen. So, in dem Fall schaffe ich die Runde nicht mehr. Man sieht, 4 Züge. Ich habe viel zu viel zu tun. Werde ich nicht mehr schaffen. Ist auch nicht so schlimm. Das ist halt nur zum Vorzeigen. Ich werde euch noch ein bisschen sowas vom Spiel erklären. Also wie gesagt, da ich es weiß, ich schaffe dieses Level eh nicht mehr, nehme ich noch den Diamant damit, links. Ist ein Rohstoff. Und vielleicht kriegt ihr eine Schnecke noch Blatt. Aber die ist geil. Oben sieht man, die hat dieses Zeichen da. So eine Blume. Bedeutet, sie ist immun dagegen. Ich zeige es jetzt mal, weil es ist eigentlich ein Schmarrn, dass ich das mache, aber dass jeder sieht. Ich kann das jetzt feuern und der 0% Schaden. Blockt alle ab. Manchmal muss man den Zug machen. In dem Fall habe ich es jetzt nur präsentiert, was irgendwas ist. Aber da das Level jetzt eh schon so gut wie verloren ist, wie gesagt, ein Zug, was mir jetzt auch wurscht. So, jetzt machen wir noch ein richtig was Schönes. Wir zünden jetzt die Blauen. Vielleicht kommen wir auf 200%. Ja, da sieht man. Nicht 200%, sondern 100% mehr Schaden auf dem Grundwert. Also mal 2. Ja, kann ich jetzt zünden, das ist doppelter Schaden, das ist nicht schlecht. Haut's drauf, den hat's fast mitgenommen. Okay, jetzt ist die Runde um. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Aufgabe misslungen. Ich könnte jetzt halt plus 5 Züge machen, die Goldbahn, was ich da habe. Mache ich nicht, weil
Die Goldbahnen sind wertvolle Rohstoffe. Entweder kauft man sich welche oder man bekommt es mit Zusatzmissionen. Ich habe so Zusatzmissionen geschafft und da bekommst du dann jedes Mal 25 also Goldbahnen. Und 10 für 5 Züge, vergiss es. Gebe ich auf, offiziell verloren. Das, was ich im Spiel eingesammelt habe, kriege ich. Diese Dinger, Schlüssel habe ich nicht da. Dann kriege ich noch einen Bonus, weil als Dankeschön. So, und dann ist die Runde beendet, dann kann ich wieder neu starten. Verbrauche ich 4 Flammen. Oder ich lasse es bleiben. Ich lasse es diesen Fall bleiben. Und zeige euch schnell die Welt. Ich selber bin schon Level 248, ein bisschen weit. Und wie gesagt, spiele das schon über ein Jahr. Habe es sogar mit Facebook verbunden. Der Vorteil dabei ist, dass ich wie als Art, in einer Art Cloud-System, also eine Art externe Datensicherung jetzt von meinem alten Handy ins neue übertragen konnte. Eine Nachbarin, eine sehr schlaue, hat es nicht gemacht, weil sie ja meine, das ist ja Datenschutz, ja, das ist ja ihre Sache. Aber sie hat die Daten alle verloren, als ihr Handy defekt war, weil sie nur eine lokale Absicherung hatte. Also in dem Sinn ist dann Cloud schon geil. Natürlich, ja, man gibt wahrscheinlich seinen Standort preis, wo ich das spiele. Ja, das ist mir ehrlich gesagt egal. Hier sieht man, wie weit es zurückgeht. Es sind schon verdammt viele Level, viele stecken da noch ziemlich am Anfang fest, wo ich da so sehe von meinen Spezies und Kumpels, die wo teilweise auch nicht mehr gern spielen oder nicht weit kämmern. Keine Ahnung, es ist halt viel Strategie auch dabei, Glück. Und wie gesagt, wenn man die Ziegelsteine hat, die kriegt man hier übrigens. Hier habe ich eine Quest geschafft und dann hat man es komplett fertig, sieht man jetzt so. Und da hat man das als Bonus gekriegt. Da habe ich noch einzelne Quests frei und es kommen immer wieder neue hinzu. Ja, das ist nicht schlecht. Ziegelsteine bekommt man auch bei Events. Ich sage immer, Ziegelsteine sind Goldbahn. Deswegen habe ich 59. Am Anfang, glaube ich, hat man standardmäßig auch 20. Dann, und es gibt auch so Events, also es gab mal so ein Oster-Event, da hat es, glaube ich, mal 15 oder 16 gegeben, ich weiß nicht mehr. Und da kannst du es halt ein bisschen sammeln. Ist nicht schlecht. Hier kann man drehen, wenn man sich schnell eine Werbung anschaut, mache ich jetzt nicht, weil ich mache hier... Ich will jetzt hier nicht Werbung machen für einen anderen Anbieter, aber wenn einer zusätzlich was verdienen will, mit Glück, zack, einmal auf das Drehen gehen, dann kommt eine Werbung, die dauert 30 Sekunden, anschauen, dann dreht sich's und dann kann man hier zusätzlich Rohstoffe gewinnen oder neue Runden, wenn ich keine Flammen mehr hätte oben, oder auf das Sternkämmer, was jetzt ist. Also das ist Hauptgewinn und das kann teilweise 100 Diamanten schon drin haben. Ja, das Spiel selber ist recht lustig, das ist ein kleines Strategiespiel, wie ich schon erklärt habe, und hier sieht man zum Beispiel noch die Fiends. Hier die super seltenen kann man sich natürlich entweder für Gold kaufen, ne? 9,99 € für echtes Geld, also nicht mal für Gold, nee, machen wir natürlich nicht, oder man bekommt sie, also man findet sie, die habe ich jetzt alle hier freigeschalten, man sieht ja auch hier den Schaden, was schon machen, 350, das ist ein ziemlich schwacher Dude, aber ich habe auch stärkere, zum Beispiel hier Lila, das ist mein allerstärkster, der ist gefeedet, 810 macht er pro 3 Felder, also wenn ich 3 kombinieren kann, mache ich 810 Schaden, ab dem 6 ist es dann 810, wie soll ich erklären, das ist der 6 plus 810 sind 1620 und dann mal 20%. Und dann geht es immer weiter und das kannst du halt verdoppeln. Also, und dann, wenn du die Spezialfähigkeit noch hernimmst, steht leider nicht dort, was die für einen Schaden macht. Die macht halt Flächenschaden und kann, die überkreuzt und kann natürlich andere Bomben, andere Spezialfähigkeit von an. Fähigkeiten von anderen Fiends auch mit auslösen und somit kann dann der Schaden unglaublich sein. Also du kannst da echt mal, wenn du das richtig kombinierst, 100.000 Damage machen. Meistens schaffst du es aber nur, wenn du es eh nicht brauchst. Es gibt Runden, da musst du keinen Schaden machen, sondern musst du nur bestimmte Aufgaben erfüllen, wie jetzt Kisten befreien oder Bomben auslösen und dann machst du 100.000 Schaden, hast aber keine einzige Schnecke, weil das ist nicht dein Ziel. Die Schnecke gibt es nicht. Ja, den könnte ich wachsen lassen, aber ich habe keine Rohstoffe dafür. Ich habe aber irgendwo schon einen super seltenen. Warte mal. Verstehe ich jetzt gerade nicht, weil ich den nirgends überhaupt. War mir eigentlich sicher, dass ich schon super seltene frei habe. Aber scheint. Da ist super selten, da oben steht sie. Achso, es gibt mehrere super seltene. Den habe ich zum Beispiel schon freigeschalten. Man kann die auch legal freischalten ohne Geld. Legal sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt hier 9,99 € zahlen muss. Wenn man Glück hat, zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu was weiß ich, 1000. Ist dann einer drin, irgendwo im Level. Jo, dann kannst du es freischalten. Der ist immer noch Stufe 1. Okay. Gut, ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck von diesem Spiel, einen guten Eindruck hinterlassen. Wie gesagt, das Spiel selber gefällt mir. Also ich spiele es auch gern. Ich spiele es immer wieder gern. Hier ist sogar ein Angebot. Ah, zeigt er dir am Anfang. Da kannst du den ganzen Grafik. 2 Euro. Ja, okay.
Es gibt manchmal echt geile Angebote für 99 Cent. Deswegen habe ich jetzt die komische Zahl auch, die habe ich schon mal gekauft. 99 Cent, da gibt es dann 10.000 Diamanten, 50.000 so Babys und. Das habe ich schon gekauft. Weil 99 Cent, da sage ich, mein Gott, sollen die Programmierer ein bisschen was verdienen. Ansonsten das meiste verdienen sie so und so über Werbung. Gut, dann in dem Sinne, lasst es krachen und viel Spaß bei Best Fiends.